Reichtum lag in der Erde, in kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels und in riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein verliefen. So. Ich finde auch, Lego-Spiele haben eine ziemlich lustige Art von Humor. Eine seltsame Art. Aber das macht es ja eben auch geradezu interessant. Hier können wir noch was bauen. Aber wir können es nicht benutzen, weil wir keine Zunderbüchse haben. Ihr wisst wahrscheinlich ganz genau, wer eine solche Zunderbüchse hat. Mal hier schön kaputt hauen hier und dann können wir weiter. Ah nein, hier hat's noch. Drei. Oh, hier hat's ja auch noch. Ja. Hier ist noch sehr viele Sachen zu zerstören. So, dann haben wir jetzt, haben wir alles? Ja, zwei betrachten einfach jeden Diamanten ohne jedes Gerät. Okay, dann los. Wir müssen uns hier anhängen. Geld. Hallo, Bofur. Tschüss. Sorry. Ja, wir brauchen auch, ihr seht, wir müssen hier etwas bauen und das geht nur mit bestimmten Materialien. Aber die sind nicht mal leicht zu finden. So. Ja. Oh, ich um mein Holz. Ich um mein Holz. Hallo. Drücke B, um durch kleine Lego-Lupen zu kriechen. Und auch die Musik, an der Musik hat sich nicht viel verändert. Sie ist immer noch genauso wunderschön wie in der Herr der Ringe-Geschichte. Drücke B, um Kurbeln zu verwenden. Gold. Ihr seht hier, das können wir nämlich nicht benutzen, weil da drin ist schwarze Mongulsteine und so heißt sie, glaube ich. Wir haben jetzt alles eingesammelt, aber noch lange nicht alles zerstört. Hier drin ist ein Mini-Kit. Das holen wir uns doch gleich. So. Sorry, Trank.
Am Amboss kannst du aus Lego-Rohstoffen, die du in Lego-Gegenständen findest, nützliche Dinge schmieden. Okay. Aber wir haben immer noch nicht alles zerstört. Hier drauf. Du musst einen besonderen Schlüssel verwenden, um diese Tür zu öffnen. Drücke B. Ja, ja. Okay, wir haben alles. Jedes Material haben wir gesammelt. Brot, Fisch. Dann los. Hier ist das richtige Timing wichtig. Aber ihr dürft auch nicht zu lange warten. Oh! Stellt euch einmal vor, ihr habt auszusehen eure Finger, ihr hattet auszusehen eure Finger genau dazwischen. Oh, scheiße. Aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Das muss wehtun. Dann ist eure Hand nur mehr als nur ein bisschen platt wie ein So, dann haben wir's und wir sind hier in der Mine. Da ist der Bofur. Die Bewohner Mittelerdes helfen dir gern, wenn du die Gegenstände findest, die sie brauchen. Was brauchst du? Die Flöte. Und die liegt da, ganz alleine. Und apropos, ihr seht, das können wir auch nicht abbauen, weil dafür eine Spitzhacke braucht. Hier hast du die Flöte. Party time! Ich feier den Tanz, Steve. So, wir haben nun Bofur freigeschaltet. Hier steht es. Verwende eine Spitzhacke wie zum Beispiel die, die Bofur trägt, um Rohstoffe abzubauen. Drücke X im richtigen Moment, um mehr Rohstoffe zu erhalten. Wird Bofur es schaffen, Rohstoffe abzubauen? Das erfahren wir im nächsten Part. Ciao, liebe Freunde, macht's gut und bis bald.